haben abgelehnt. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 23, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan UNMISS. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. 39 Minuten sind für die Aussprache vorgesehen. So, nachdem alle gleich wieder sitzen, gebe ich das Wort an die Kollegin Sarah Nanni für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Wir stimmen heute über den Einsatz von bis zu 50 deutschen SoldatInnen in der VN-Mission UNMISS ab. Diese Mission ist mit fast 18.000 militärischen und zivilen Kräften die umfangreichste Mission der Vereinten Nationen weltweit. Am meisten Personal entsenden Ruanda, Indien, Nepal, Bangladesch und Äthiopien. Seit Beginn des VN-Mandats im Jahr 2011 sind 103 Entsandte im Einsatz gefallen. Ihnen gedenken wir. Aus Deutschland sind in der Regel circa ein Dutzend SoldatInnen im Einsatz. Für Deutschland ist es also eher einer der kleineren, wenn nicht der kleinste Einsatz im Rahmen der VN. Die Bundeswehr entsendet ExpertInnen zur Wahrnehmung von diversen Aufgaben im Bereich Beratung, Beobachtung, Unterstützung. Sie tragen auch dazu bei, dass das Friedensabkommen von 2018 umgesetzt werden kann. Und seit Beginn tun sie dies unter nochmals erschwerten Bedingungen. Sie tun dies aber vor allem in einem sicherheitspolitisch extrem angespannten Umfeld. Erst Ende Februar wurde zum Beispiel ein Hilfskonvoi der VN von Unbekannten attackiert. Den vielen Menschen, die aus der ganzen Welt in diesem Einsatz dienen, und insbesondere den deutschen SoldatInnen und den zivilen Kräften vor Ort gilt unser Dank. Die Lage im Südsudan ist auch zwei Jahre nach der Bildung einer neuen Übergangsregierung extrem angespannt. Wesentliche Herausforderungen, die man durch die Vereinbarung im Friedensabkommen gemeinsam meistern wollte, werden nach wie vor von konkurrierenden Teilen innerhalb der Übergangsregierung nicht wesentlich vorangetrieben. Die Integration der Streitkräfte läuft schleppend. Die Arbeit im neu eröffneten Parlament ist noch nicht richtig auf die Schiene gekommen. Und auch bei der vereinbarten Übergangsjustiz hakt es. Große Fortschritte sind nicht in Sicht, und auch die im nächsten Jahr geplanten Wahlen sind noch nicht gut vorbereitet. Die Gewalt im Land dauert an. Der Friedensvertrag hat noch nicht die politische Einigkeit gebracht, die das Land braucht. Umso wichtiger ist es, dass internationale Kräfte darum bemüht sind, vor Ort für das Wesentliche zu sorgen. Schutz der Zivilbevölkerung, eine Absicherung der dringend benötigten humanitären Hilfe, die Überwachung der Menschenrechte und die Unterstützung bei der Umsetzung des Friedensprozesses. Insbesondere bei der Prävention und Bekämpfung von sexualisierter und genderbasierter Gewalt spielt die VN-Mission eine wichtige Rolle. Wir haben diesem Einsatz als Grüne in der Vergangenheit auch aus der Opposition immer zugestimmt, weil der Beitrag Deutschlands in diesem schwierigen Umfeld von besonderer Bedeutung ist. Das beinhaltet das Mandat der Bundeswehr, und darüber stimmen wir ja heute ab, aber auch die Hilfe, die Deutschland dem Land darüber hinaus zukommen lässt. Sicherheit und Frieden, Entwicklung und Menschenrechte, das gehört zusammen. Und entsprechend breit muss auch der deutsche Beitrag in der Welt und eben auch im Südsudan sein. Die Geschichte des Unfriedens im Südsudan ist eine Geschichte, die auch eng mit der europäischen Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents verknüpft ist. Die gewaltvollen Auseinandersetzungen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben tiefe Narben in diese junge Gesellschaft im jüngsten Staat der Welt hinterlassen, die sich durch militärische Beratung allein nicht heilen lassen. Hinzu kommen Herausforderungen wie die Klimakrise, die schon heute neue Ressourcenknappheiten schafft, was wiederum Konflikte verschärft oder sogar neue entfacht. Der Südsudan ist wie kaum eine andere Gesellschaft von der Dauerhaftigkeit der Gewalt geprägt. Das macht was mit dem Land.
Das macht was mit den Menschen, die darin leben. Und auch dem Boden, auf dem sie leben, der, wie im Falle Südsudans in vielen Gebieten ist, durchsetzt von Landminen, der deswegen an diesen Stellen gar nicht beackert wird, der aus anderen Gründen an anderen Stellen nicht dauerhaft oder ausgiebig beackert wird, weil alles, was man nicht selbst nutzt, Gefahr läuft, doch geraubt zu werden. Aus dieser Kriegsgesellschaft herauszuwachsen, das kann nicht von einem Tag auf den anderen gelingen. Deswegen ist es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft und auch wir als Bundesrepublik ausdauernd bleiben in unserem Engagement. Militärisch, humanitär, zivil und politisch. Die Ernteausfälle der letzten Monate haben eine dramatische Ernährungssituation mit sich gebracht. Sollte durch den Krieg in der Ukraine der Preisdruck auf Getreide weiter steigen, sind es Länder wie der Südsudan, die vermehrt auf Unterstützung angewiesen sein werden. Und gerade im Südsudan gilt, jeder kleine Schritt ist ein wichtiger Schritt, sei es die Errichtung von Safe Houses für Frauen oder Konfliktbeilegung in Dörfern, die zu einer akuten Verbesserung der Lebenssituation der Menschen beitragen können. All das braucht internationale Präsenz und ja, auch die der deutschen Streitkräfte. In den letzten zwei Wochen, liebe Damen und Herren, ist viel Dynamik in die Frage gekommen, wozu Streitkräfte. Und es wurde auch die Sorge formuliert, Deutschland könne sich nun so sehr der Landes- und Bündnisverteidigung widmen, dass wenig Kapazitäten bleiben, sich weiterhin in wichtigen Missionen wie im Südsudan zu engagieren. Ich möchte der Staatssekretärin Möller herzlich danken, dass sie stellvertretend für die Ministerin in dieser Woche im Verteidigungsausschuss klargemacht hat, dass diese Sorge unberechtigt ist. Deutschland bleibt den VN-Einsätzen treu. Meine Fraktion Bündnis 90 wird diesem Einsatz zustimmen, und ich bitte Sie alle darum, das auch zu tun. Die Menschen im Südsudan haben verdient, dass wir dranbleiben. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt Jürgen Hart das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland war eines der ersten Länder, das vor 11 Jahren den Südsudan als jüngstes Mitglied der Völkergemeinschaft als Staat anerkannt hat. Wir haben das hier damals im Bundestag auch mit großen Erwartungen und Hoffnungen verbunden. Wir müssen natürlich schon feststellen, dass vieles von dem, was wir uns vorgestellt haben, was diese junge Nation an Entwicklung in den zurückliegenden Jahren hätte nehmen können, sich nicht erfüllt hat. Die Konflikte und Kämpfe unter den rivalisierenden Gruppen, eben auch mit Waffengewalt und mit Kriminalität, sind leider enorm. Dennoch möchte ich an dieser Stelle sagen, ohne das UNMISS, die UNMISS-Unterstützung, ohne die viele wirtschaftliche und zivile Unterstützung aus der Welt und letztlich auch nicht ohne die Unterstützung durch Soldatinnen und Soldaten wäre die Situation in dem Land garantiert noch deutlich schlimmer. Südsudan hat auch in den letzten Jahren einige schwere Schläge erleiden müssen. Wir haben Dürrephasen gehabt, wir hatten Heuschreckenplage und wir haben natürlich auch in der Region Südsudan, auch im Staat Südsudan, Corona und damit verbundene große Probleme mit der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Deswegen ist es gut, dass wir das Mandat fortsetzen, und die CDU-CSU-Fraktion wird heute der Verlängerung des Mandates selbstverständlich zustimmen. Wie meine werte Vorrednerin bereits angemerkt hat, auch ich mache mir große Sorgen um die Frage, wie sich der Überfall Russlands auf die Ukraine auf die Welternährungssituation auswirkt. Wir Deutsche und Europäer werden im Zweifel für Getreideprodukte mehr Geld ausgeben müssen. Das werden wir uns auch im Zweifel auch leisten können. Aber so Staaten wie Südsudan, in denen 2/3 der Bevölkerung auf regelmäßige Hilfe angewiesen sind, werden natürlich darunter schwer zu leiden haben. Und wenn wir sehen, dass die Ukraine, wo jetzt ja eigentlich das landwirtschaftliche Frühjahr beginnt, die Felder endlich nicht mehr von Schnee bedeckt sind und man an die Aussaat gehen kann, diese Ukraine ist seit Jahrhunderten die Kornkammer Europas, und sie muss es auch bleiben. Das Welternährungsprogramm
David Beasley war ja vor einigen Wochen hier bei uns in Berlin. Das Welternährungsprogramm kauft einen großen Teil seiner Getreidemittel, die sie verwenden, um sie an Menschen zu geben in Flüchtlingslagern oder in Regionen, wo Hunger und Armut herrscht, eben in der Ukraine ein. Und hier wird man entsprechende Wege finden müssen, das zu kompensieren. Im Zweifel werden wir vielleicht auch als Deutschland mehr Geld zahlen müssen an das Welternährungsprogramm, dass diese Sorge, im Übrigen ist es ja Weizen, es ist aber auch Mais und es ist natürlich auch Speiseöl und andere agrarische Produkte, das entsprechend zu kompensieren. Ich möchte zum Schluss in der letzten Minute noch einen Aspekt nennen, auf den mich auch, wo ich finde, dass wir den Scheinwerfer stärker hinlenken müssen. Ich bin vor 3 Jahren in Juba gewesen und habe mit den UN-Soldaten und Soldatinnen und auch mit unseren Leuten dort gesprochen. Und es gibt dort ein ganz großes chinesisches Camp mit 1000 Chinesen. Und was die da so machen und wie die zusammenarbeiten mit den anderen, das ist ein Stück weit eine Blackbox. Und ich glaube auch, dass russische Unterstützer in der Region vielleicht doch das ein oder andere auch nebenbei noch im Auge haben oder im Schilde führen, muss man vielleicht bei Russland sogar sagen, wo wir ein stärkeres Augenmerk darauf richten müssen. Wie ich überhaupt finde, dass wir bei unserer Zusammenarbeit mit diesen Ländern natürlich die Unterstützung der Entwicklung in diesen Ländern in den Vordergrund stellen müssen, aber auch sorgfältig darauf gucken müssen, dass nicht andere mit ihren unfairen und unsauberen Methoden versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Regierung. Wir erleben das in Mali, das werden wir sicherlich in wenigen Wochen auch hier diskutieren, dass Russland sich schlicht einkauft durch die Stellung von Söldnern und vielleicht auch durch die Finanzierung bestimmter Regierungen, in Anführungsstriche. Also da müssen wir stärker darauf achten. Und ich glaube, dass wir auch im Südsudan im Blick auf Chinesen und Russen aufmerksam sein müssen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion kommt jetzt in ihrer ersten Rede hier im Haus zu Wort die Kollegin Bettina Luck. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich darf in meiner ersten Rede über ein Land reden, das für die Unabhängigkeit gekämpft hat, sich nach Frieden sehnt und dabei unsere Unterstützung braucht. Als Südsudan 2011 unabhängig wurde, haben die Menschen dies gefeiert. Fast 99% der südsudanesischen Bevölkerung hatte für die Abkopplung vom Norden gestimmt. Jetzt ist das der Worst Case. Ich habe eine Seite meiner Rede vergessen. Jetzt läuft auch die Redezeit weiter und es geht in aller Ruhe. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Frau Präsidentin. 99% der südsudanesischen Bevölkerung hatte für die Abkopplung von Norden gestimmt. Nur 5 Tage nach dieser Unabhängigkeitserklärung wurde das jüngste Land der Welt, das 193. Mitglied der Vereinten Nationen, ein historischer Moment. Doch dieser Jubel ist sehr schnell verflogen, denn bis heute ist das Land nicht zur Ruhe gekommen. Krieg und Gewalt kennzeichnen den längsten Teil der noch jungen und kurzen Geschichte dieser Republik. Insgesamt 2 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben worden und sogar 2,3 Millionen südsudanesische Flüchtlinge leben in den Nachbarländern. Das ist die größte Flüchtlingskrise innerhalb Afrikas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Südsudan steht auf Platz 5 der vom International Rescue Committee im Dezember veröffentlichten Liste der schlimmsten humanitären Krisen 2022. Und die Lage hat sich weiter verschärft. Zum einen ist da die Auswirkung der Corona-Pandemie zu nennen, zum anderen sind es die verheerenden Überschwemmungen, die Häuser, Vieh und die Ernten mitgerissen haben. Die Ernährungsunsicherheit hat den schlimmsten Stand seit der Unabhängigkeit erreicht. Mahlzeiten müssen übersprungen werden, viele haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und ärztliche Behandlungen gibt es nur im Extremfall und manchmal selbst dann nicht.
Dieses Land bleibt also auf intensive internationale Unterstützung angewiesen, auch um eine noch schlimmere Krise zu vermeiden. Unsere Mission zielt darauf ab, die notleidende Bevölkerung zu schützen, humanitäre Hilfe abzusichern und den Friedensprozess zu unterstützen und, wie schon erwähnt, die Wahlen im nächsten Jahr vorzubereiten. Wir beteiligen uns seit 2011 an diesem Einsatz. Aktuell sind 12 Soldatinnen und Soldaten im Land vertreten, 4 davon im Hauptquartier in Juba eingesetzt, 8 an verschiedenen Standorten im Land. Die Truppenobergrenze soll weiterhin bei 50 Soldatinnen und Soldaten liegen. Das ist damit eine unserer kleineren Missionen. Aber unsere bestens ausgebildeten deutschen Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter tragen gemeinsam mit den internationalen Partnern ganz wesentlich zum Lagebild von UNMISS bei. Der deutsche Beitrag erhält vor Ort, aber auch international hohe Anerkennung, denn wir leisten und tragen bei 4 Aufgaben bei. Wir übernehmen Führungsaufgaben, Verbindungsaufgaben, Beratungsaufgaben und Beobachtungsaufgaben. Und die Bundeswehr kann auch unterstützend tätig werden in Fragen technischer Ausrüstung und Bildung truppenstellender Nationen. Auch dies ist ein Aspekt, der für die Stabilisierung im Land unabdingbar ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte hiermit allen Soldatinnen und Soldaten, aber auch den humanitären Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz für die Menschen vor Ort danken. Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Stabilisierung und zur friedlichen Weiterentwicklung des Südsudans beizutragen und dem Antrag der Bundesregierung zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächster hat Gerold Otten das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auf die humanitäre Katastrophe im Südsudan wurde ja schon mehrfach hingewiesen. Wirkliche Fortschritte im Land gibt es nicht. Immerhin wird es als Erfolg gewertet, dass es im vergangenen Jahr zu keinem erneuten Ausbruch von größeren Kampfhandlungen zwischen den Konfliktparteien gekommen ist. Mir persönlich ist das allerdings deutlich zu wenig, denn die augenblickliche Neusortierung der Milizen im Südsudan lässt nichts Gutes für die friedliche Zukunft erahnen. Im Gegenteil, ich fürchte, der Frieden hält nur so lange, wie Schurken wie Salva Kiir, Riek Machar und das ganze Heer von regionalen Milizenführern davon weiter profitieren können. Diese haben die ethnische Spannung befeuert und ausgenutzt. Sie haben das rohstoffreiche Land zum eigenen Zweck ausgeplündert, aber auch für ihre bewaffneten Gefolgschaft, auf deren Loyalität sie angewiesen sind. Hoffnung ruht nun auf eine Umsetzung des bereits 2018 beschlossenen Revitalisierungsprogramms. Mit ihm steht oder fällt die friedliche Zukunft des Landes. Ein realpolitischer Blick auf die Situation im Land und die Lage im Südsudan muss aber konstatieren, dass das Programm leider keine Zukunft hat. Nun glaubt denn wirklich jemand, dass die Warlords im Südsudan auf ihre wichtigste Machtquelle, nämlich ihre Gefolgsleute, verzichten werden oder dass sich diese Banden gerne in die Streitkräfte oder die Polizei eingliedern lassen? Und selbst wenn, ist es nicht geradezu naiv zu glauben, dass diese ehemaligen Kämpfer schlagartig zu guten Soldaten oder hilfsbereiten Polizisten mutieren? Es sind nämlich dieselben Verbrecher, die über Jahre im Land raubend, mordend und Vergewaltigung die Bevölkerung terrorisiert haben. Glaubt die UN wirklich, dass die Anführer der Milizen an der Aufstellung von unabhängigen Gerichten ein Interesse haben, an Gerichten also, die später ihre Taten untersuchen und Urteile fällen sollen? Glaubt man wirklich, die gegenwärtigen Machthaber werden ihre Macht im Zuge demokratischer Wahlen aufgeben? Diese Kriminellen wissen doch genau, dass sie keine Mehrheit haben. Da geschieht auch nichts zur Vorbereitung von Wahlen. Deshalb wurden sie auch kürzlich verschoben, und es ist sicherlich nicht zum letzten Mal. Meine Damen und Herren, ich möchte in dem Zusammenhang auf die Aussage von Stefano Temporin, dem Landesdirektor der Welthungerhilfe im Südsudan, hinweisen. In einem Interview beklagte er den fehlenden politischen Willen zur Durchsetzung des Revitalisierungsprogramms. Er sagte, es werde sich nichts bessern, bis, Zitat,
etwas Drastisches geschieht und die beiden wichtigsten Führungspersonen im Staat ihr Amt abgeben. Aber ein freiwilliger Rücktritt von Kia oder Machar ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil, Kia hat schon angekündigt, dass sein Rücktritt blutig werden würde. Meine Damen und Herren, wenn wir von der Alternative in dieser Debatte von deutschen Interessen sprechen, entgegnen wir damit Ihrem entgrenzten Verantwortungsbegriff, der sich auch wieder bei diesem Mandat zeigt. Er belastet nämlich uns mit einer Verantwortung, die zuallererst bei der politischen Führung des Südsudan liegt. Ändert sich hier nicht grundlegend etwas, werden wir auf Jahre ohne Lösungsansatz vor denselben Problemen stehen. Wir sollten uns daher nicht über die Möglichkeiten von UNMISS, über das Revitalisierungsprogramm oder den vernetzten Ansatz täuschen lassen. Im Endeffekt dient UNMISS dazu, die Bevölkerung des Südsudans vor ihren Machthabern zu schützen. Die Existenz dieser Mission erinnert diese daran, dass die Welt ihnen auf die Finger schaut. Ebenfalls bietet UNMISS einen relativen Schutz für die Arbeit der Hilfsorganisationen im Land. Und sie zeigt den Einwohnern, dass der Südsudan eine bessere Zukunft haben kann. Aber das nur, wenn die gegenwärtigen Machthaber weg sind und wenn die Zerrissenheit der Gesellschaft endlich ein Ende findet. Solange das aber nicht geschieht, wird der Südsudan in einem Teufelskreis aus Gewalt, Armut und Hunger gefangen bleiben. UNMISS kann dazu beitragen, den Menschen im Südsudan eine Zukunft in ihrer Heimat zu bieten und ihnen Wege aus diesem Teufelskreis zu zeigen. Daher stimmen wir dem Mandat zu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lars Friedrich Lindemann ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion mit seiner ersten Rede hier im Haus. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Das ist nicht meine erste Rede in diesem Parlament, sondern ich habe schon vom Ihrem Vorgänger, Herrn Professor Lammert, einmal einen 30-prozentigen Zuschlag bekommen. Ich glaube, der gilt jetzt fort und deswegen versuche ich. Nein. Und dann müssen Sie sich jetzt bitte bei Ihrem freundlichen PGF zurückmelden, der nämlich hier gemeldet hat, es sei Ihre erste Rede. Ja, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich versuche trotzdem, in 5 Minuten fertig zu werden. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir richten heute gemeinsam den Blick auf die Republik Südsudan und die von uns zu beschließen. Und meine Fraktion meint, notwendige Fortsetzung der Beteiligung deutscher bewaffneter Streitkräfte im Rahmen der UNMISS-Friedensmission der Vereinten Nationen für ein weiteres Jahr im Südsudan. Wir übernehmen mit der erneuten Verlängerung des Mandats gemeinsam als Parlament und für uns dann die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor Ort mit Verantwortung im Rahmen einer UN-Mission für ein Land, das noch ganz am Anfang steht. Zunächst möchte ich aber den bis heute getanen Dienst unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort in einem der schwierigsten Gebiete der Welt in den Blick rücken und Ihnen im Namen unseres Hauses Danke sagen. Danke für Ihren Dienst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sudan ist noch immer mit dem Aufbau seiner staatlichen Organe und Strukturen beschäftigt und dabei, so muss man wohl sagen, immer noch nicht so erfolgreich, wie wir uns das alle wünschen. Die Eingliederung der ehemaligen Konfliktparteien in eines langen und blutigen Bürgerkrieges in die Zivilgesellschaft, deren Beteiligung an den neuen staatlichen Strukturen muss organisiert und stabilisierend begleitet werden. Dieser Prozess, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ohne internationale Unterstützung nicht möglich. Ohne die Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft würde das Land mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder auf einen Weg in einen Failed State verfallen. Das können wir alle miteinander so nicht wollen. Der Alltag im Südsudan ist nach wie vor geprägt von immer wieder aufflammenden Konflikten und einer katastrophalen Versorgungslage der Zivilbevölkerung und eben auch von Gewalt. Fast 2/3 von 2,9 Millionen Einwohnern sind direkt auf unmittelbare humanitäre Hilfe angewiesen und eben auch dringend auf Schutz vor Angriffen und Übergriffen. Diese Hilfe, die wir und andere Staaten und Organisationen leisten, muss, so sieht es das Mandat vor, auch militärisch abgesichert werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es braucht der Südsudan den Blick nach vorn.
die im Rahmen des Friedensabkommens von Addis Abeba 2018 unter Beteiligung fast aller vormals verfeindeten Konfliktparteien gebildete Übergangsregierung ist, und das ist für uns ein wichtiges Etappenziel, mit der Vorbereitung von demokratischen Wahlen, welche für 2023 avisiert sind, beauftragt. Ob dieser Termin einzuhalten ist, ist unklar. UNMISS übernimmt mit Blick auf diese angestrebten Wahlen eine unersetzliche Rolle im Prozess der Nation Building. Dieser Prozess, der Schlüssel für eine sichere und stabile Zukunft des Südsudan, wird seit seinem Beginn von der UN-Friedensmission maßgeblich begleitet, unterstützt und auch militärisch abgesichert. Der deutsche militärische Beitrag besteht dabei im Einsatz von Einzelpersonal in den Führungsstäben, der Mission sowie der Stellung von Beratungs-, Verbindungs- und auch Beobachtungsoffizieren, die im gesamten Land tätig sind. Das Mandat, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das wir heute abstimmen, ist gegenüber dem laufenden Mandat mit Blick auf die einzusetzenden Kräfte und Fähigkeiten unverändert. Deutschland beteiligt sich momentan an der über 15.000 Männer und Frauen umfassenden UN-Friedensmission mit 11 Soldaten. Die Obergrenze bleibt bei 50. Trotz ihrer geringen Zahl tragen die bestens ausgebildeten deutschen Militärbeobachter gemeinsam mit den polizeilichen und zivilen Akteuren wesentlich zu einem klaren Lagebild für UNMISS im Südsudan bei. Auch wir als Deutschland brauchen ein solches Lagebild, um weitere humanitäre Unterstützung für das Land überhaupt wirksam leisten zu können. Fast zwei Drittel der 12,9 Millionen Einwohner sind auf diese direkten Hilfen angewiesen. Gegen die größte Hungersnot seit der Unabhängigkeit des Sudan hat Deutschland 2021 ungefähr 88 Millionen Euro ausgegeben, und es bedarf weiterer Hilfen. Mit der Verlängerung des Mandats leisten wir einen Beitrag dafür, dass diese Mittel auch dafür eingesetzt werden, wofür sie gedacht sind. Das Mandat folgt dem vernetzten Ansatz der Bundesregierung und wird wie alle anderen Mandate auch evaluiert werden. Ich werbe darum um Ihre Zustimmung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Linke spricht jetzt Sevin Dadele. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit nunmehr 10 Jahren sind einige wenige Bundeswehrangehörige im Südsudan im Rahmen der UNMISS-Mission stationiert. Die politische Lage allerdings in dem Land ist weiterhin katastrophal. Von 12 Millionen Einwohnern sind über 8 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Der Publizist Michael Lüders hatte die Wurzeln des mörderischen Konflikts im Südsudan in einem ethnisierten Verteilungskampf um Ressourcen treffend beschrieben. Ich zitiere: Die Abspaltung des Südsudan von 2011 ist das Ergebnis amerikanischer und europäischer Politik. Der Grund sind die reichhaltigen Erdölvorkommen im Südsudan, wo 70% der Ressourcen des Sudan liegen. Zitat Ende. Und um den chinesischen Einfluss, wir haben es ja heute noch mal gehört, um den chinesischen Einfluss in der Region zu schwächen, hatte man voll auf eine Abspaltung des Südsudan gesetzt. Und alle Warnungen, dass dies zu blutigen Auseinandersetzungen innerhalb des neuen Staates führen würde, wurden damals in den Wind geschlagen. Und die angerichtete Misere kann die UN-Mission nicht heilen. Im Gegenteil führt der Einsatz in Teilen sogar dazu, dass die beiden Kontrahenten jetzt besser ausgebildet ihren mörderischen Bürgerkrieg fortführen können und eine politische Lösung nochmals erschwert wird. Den Bundeswehreinsatz von wenigen mit Pistolen bewaffneten Soldaten als Ausweis einer internationalen Verantwortung hochzustilisieren, wie dies ja immer wieder hier geschieht, um diese zweifelhafte Mission zu legitimieren, trägt jedoch in keiner Weise. Und Kolonialismus wurde ja gerade angesprochen. Es scheint den ehemaligen Kolonialmächten in Afrika und den USA, die ja mit 7 Soldaten vor Ort sind, präsent sind, mit der Beteiligung an diesem Einsatz allein um eine militärische Symbolpolitik in der Region zu gehen. Ich finde, das ist nicht die Aufgabe der Bundeswehr.
Viele Hilfsorganisationen sagen zudem vor Ort immer wieder, wir können da am besten arbeiten, wo das Militär am weitesten ist. Und das sollte mal zur Kenntnis genommen werden. Wenn die Bundesregierung also wirklich, wie so oft beschworen, international Verantwortung übernehmen wollte, müsste sie gerade jetzt allem voran eine internationale Konferenz zur Bekämpfung des Hungers dringen. Die Situation verschärft sich ja jetzt gerade auch infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine noch einmal dramatisch. Das haben wir auch gehört im Ausschuss. Aber wenn man fragt, was denn da jetzt geplant ist, ist nichts Konkretes zu hören. Das UN-Welternährungsprogramm schätzt in einer aktuellen Studie, dass rund 13,5 Millionen Tonnen Weizen aus beiden Staaten nicht exportiert werden können. Und dies wird natürlich verheerende Folgen haben, gerade in den Staaten Afrikas, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und deshalb unser Appell hier an die Bundesregierung. Sorgen Sie sich doch lieber um die Bekämpfung des Hungers, leisten Sie humanitäre Hilfe, aber lassen Sie die Finger von einer von sich aus selbst gefährlich eingestuften und zudem kostspieligen militärischen Symbolpolitik. Katja Leikert spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis auf die stark abweichende Sicht der Linken zu diesem Mandat sind wir uns ja in dem Hohen Haus hier einig darüber, dass wir sowohl aus humanitären Gründen als auch aus sicherheitspolitischer Vernunft eine Verlängerung unserer Beteiligung an der UN-Mission in der Republik Südsudan brauchen. Und insofern empfiehlt auch die CDU-CSU-Fraktion die Verlängerung des Einsatzes. Und wir bedanken uns bei unseren tapferen Soldaten, die vor Ort im Einsatz sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren die Mandatsverlängerung heute aber unter veränderten Vorzeichen. Wir alle sind dazu aufgefordert, neu die Rolle Russlands in Afrika zu bewerten. Was bedeutet der russische Einmarsch in der Ukraine für die Lage im Südsudan, am Horn von Afrika und für den gesamten afrikanischen Kontinent? Denn eins ist sicher, wir können nicht einfach zur Tagesordnung weitergehen, weder hier in Deutschland noch in Europa und auch nicht in Ostafrika. Und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Wir müssen davon ausgehen, dass Russland versuchen wird, seinen Einfluss in dieser Region auszuweiten. Und es sind heute schon russische Truppen, oft unter dem Deckmantel der Söldnerfirma Wagner, in mehr als 20 afrikanischen Staaten aktiv. Sie haben dort keine Skrupel, mit Autokraten oder Warlords zusammenzuarbeiten, und auch deshalb sind sie dort gern gesehene Gäste. Und diesen Einfluss nutzt Russland nicht nur für primitive Selbstbereicherung, wie zum Beispiel die Ausbeutung von Bodenschätzen. Russland nutzt seinen Einfluss eben auch, um unsere Missionen vor Ort, wie zum Beispiel die im Südsudan, zu untergraben. Und dem, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir uns ganz bewusst entgegenstellen. In Anbetracht dieser veränderten Lage ist es richtig, dass wir im Südsudan weiterhin aktiv sind. Aber es kann nicht einfach heißen, weiter so wie gehabt. Und ich rufe die Regierung deshalb dazu auf, gemeinsam mit unseren Partnern schnellstmöglich zwei Dinge zu tun. Wir haben das ja auch schon bereits im Ausschuss besprochen. Erstens brauchen wir eine präzise Analyse der neuen Gefahrenlage im Südsudan und dem Horn von Afrika. Und zweitens brauchen wir auf der Basis dieser Analyse schnelle Absprachen mit unseren Partnern, um dann auch klug und entschlossen zu reagieren und, wo nötig, Änderungen an unseren Strategien und der Ausstattung vor Ort vorzunehmen. Und wenn wir so vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit unserer Beteiligung weiterhin einen guten und wichtigen Beitrag zur Zukunft des Südsudan und der Stabilität in der Region leisten. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Dirk Füppel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Tagen und Wochen mussten und müssen wir uns leider sehr intensiv mit der humanitären Katastrophe in der Ukraine auseinandersetzen. Einer humanitären Katastrophe, die durch den unfassbaren Angriffskrieg Putins entstanden ist. Einer humanitären Katastrophe, die sich von Minute zu Minute dramatisch verschärft. Es fällt schwer, heute über andere humanitäre Katastrophen zu reden. Aber auch wenn es schwer fällt, sind sie dennoch da, so im Südsudan. Im jüngsten Land der Welt tobt seit vielen Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Trotz der Friedensabkommen von 2015 und 2018 flammt die Gewalt immer wieder auf. Diese Gewalt, Dürren und Überschwemmung haben zu einer katastrophalen Ernährungssituation geführt. Von den 12 Millionen Menschen im Südsudan sind mehr als 8 Millionen auf überlebenswichtige Hilfe angewiesen. Auch um diese Hilfe zu ermöglichen und sicherzustellen, wurde vom UN-Sicherheitsrat die Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan UNMISS eingerichtet. Seit der Staatsgründung 2011 wurde dieses Mandat jährlich verlängert, zuletzt mit der Resolution 2625 aus 22 vor gerade mal 3 Tagen. Unter Berufung auf Kapitel 7 der Charta hat der VN-Sicherheitsrat UNMISS ermächtigt, erstens die Zivilbevölkerung zu schützen, zweitens förderliche Bedingungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu schaffen, drittens bei der Umsetzung des Friedensabkommens und des Friedensprozesses zu unterstützen, sowie viertens die Menschenrechtslage zu beobachten und zu untersuchen. Die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgegebene Mandatsobergrenze liegt bei 17.000 Soldatinnen und Soldaten und bei 2.101 Polizistinnen und Polizisten. UNMISS ist es im letzten Jahr gelungen, die Patrouilletätigkeit auf bisherigem Niveau beizubehalten. Mit mehr temporären Basen in der Fläche kann mobiler und wahrnehmbarer auf Gewaltausbrüche reagiert und vor allem präventiv gehandelt werden. Militärische Kräfte werden zunehmend in entlegenen Gegenden eingesetzt. Mit einem integrierten zivil-militärischen Ansatz will man den Bedrohungen der Zivilbevölkerung und humanitären Notlagen begegnen, die Vertrauensbildung unterstützen und den Zugang für ziviles Personal der Vereinten Nationen und humanitäre Organisationen zur Bevölkerung gewährleisten. Ein Beispiel dafür ist der überlebenswichtige Beitrag, den UNMISS im Norden des Landes geleistet hat. Dort hat das Hochwasser im letzten Jahr die Menschen rund um die Stadt Bentiu sowie in dem dort eingerichteten Flüchtlingslager besonders hart getroffen. Nur durch die Unterstützung von Pioniereinheiten konnten Deiche errichtet werden. So gelang es, Transportwege für die Versorgung von mehr als 150.000 Menschen sicherzustellen. Das ist wirklich ein Applaus wert. Vielen Dank. Fällt diese Unterstützung durch die Pioniere mit ihrem schweren Gerät weg, so droht auch hier in Erwartung der nächsten Regenzeit erneut verheerende Überflutung und in der Folge ein Zusammenbruch der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen, denen sich die Menschen im Südsudan und auch UNMISS gegenübersehen, sind vielschichtig und umfangreich. Der deutsche militärische Beitrag für UNMISS soll weiterhin darin bestehen, sich mit Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission sowie Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungsoffizieren zu beteiligen. Trotz ihrer geringen Zahl tragen die im internationalen Vergleich bestens ausgebildeten und entsprechend wertgeschätzten deutschen Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter gemeinsam
mit polizeilichen und zivilen Akteuren wesentlich zum Lagebild von UNMISS bei. Darüber hinaus kann deutsches Personal im Bedarfsfall die Ausbildung von Angehörigen der Vereinten Nationen im Hauptquartier der Mission temporär unterstützen. Ausschließlich Deutschland bietet eine Ausbildung für Stabspersonal vor Ort an. Sobald die Pandemie es zulässt, ist eine Fortsetzung geplant. Ich danke unseren zurzeit 12 Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Bleiben Sie gesund und kommen Sie heil zurück. Die SPD-Fraktion wird der Verlängerung des UNMISS-Mandats zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Markus Vogt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute zum wiederholten Male über das jüngste Land der Erde mit den größten Problemen, die man sich vorstellen kann. Wir haben das in den Reden gehört: Dürre und Überschwemmungen zugleich, Bürgerkrieg, Gewalt, sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, es ist richtig, und das war ja auch überwiegend Tenor in den Reden heute, dass es absolut richtig ist, dass wir als Deutschland, dass wir im Rahmen dieser UN-Mission auch Verantwortung übernehmen. Der militärische Beitrag in dieser Mission ist in der Tat vergleichsweise gering. Auch darauf ist eingegangen worden. Aber er ist wertvoll und er ist wichtig und er ist eben auch notwendig. Ich möchte aber deshalb, weil ich auch der letzte Redner bin und auch vieles schon gesagt worden ist, auf einen Aspekt noch mal näher eingehen, der nur am Rande angesprochen worden ist. Eine große deutsche Tageszeitung hat sich jüngst mit der Minenproblematik in diesem Land beschäftigt. Wir haben in den letzten 18 Jahren, seitdem dieser Konflikt läuft, über 1.400 Tote unmittelbar durch Minenunfälle und über 3.800 Verletzte. Wir haben die Situation, dass in den Schulen vor Ort Schulkinder Lieder lernen, in denen vor Minen gewarnt wird. Und ich glaube, das muss unser aller Verantwortung sein, dass wir dafür sorgen, dass diese Kinder in den nächsten Jahren andere Lieder singen als Lieder, die sie vor Minen warnen. Und weil hier auch vorhin wieder von der rechten Seite im Parlament das Wort Interessen genannt worden ist, in einem Land, das in seinem Grundgesetz Menschenrechte und Werte wie Würde als Grundstaatsziele vorgibt, ist es auch im deutschen Interesse, dass wir diese nicht nur in unserem Staatsgebiet, sondern eben auch weltweit einhalten. Und deshalb bin ich einmal mehr auch sprachlos über den Beitrag, der hier von der linken Fraktion kam. Wir sind das ja gewohnt, dass Militäreinsätze grundsätzlich abgelehnt werden. Ich kann aber noch zum wiederholten Mal meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass Sie nicht einmal bei UN-Missionen hier eine Differenzierung vornehmen. Die Vereinten Nationen sind dazu da, um genau solche Konflikte zu regeln, um über die Einhaltung von Friedensverträgen zu sorgen, um Konfliktparteien voneinander zu trennen. Das ist das höchste völkerrechtliche Gut, das wir haben. Wir können froh sein, dass wir die Vereinten Nationen haben, die in der Lage ist, solche Konflikte zu lösen. Und wir sehen gerade an anderer Stelle, wie versucht wird, in den Vereinten Nationen diese internationale Organisation lahmzulegen, indem ein Aggressor versucht, seine Veto-Position auszunutzen. Wir können sehr froh sein, dass wir in dieser Situation die Vereinten Nationen haben, die solche Einsätze wie im Südsudan gewährleisten kann. Und deshalb ist es für mich und für meine Fraktion auch vollkommen richtig, dass wir diesen Einsatz weiterhin unterstützen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Soldatinnen und Soldaten für ihren wichtigen Einsatz, auch bei den zivilen Helfern, und bitte herzlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan. UNMISS. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1053
den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 631 anzunehmen. Mir liegt eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Diese nehmen wir zum Protokoll dieser Sitzung. Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung namentlich ab. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Ich sehe, dass die Schriftführerinnen und Schriftführer die vorgesehenen Plätze schon eingenommen haben. Dafür danke ich sehr. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 1053. Die Abstimmungsurnen werden um 13.30 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich bitte diejenigen, die weiter an unseren Beratungen hier teilnehmen, Platz zu nehmen. So, ich bitte jetzt zügig, die Plätze einzunehmen. Danke.